Jo, hey Leute, hier ist der GX, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In meinem heutigen Video geht es um neue DLCs, und zwar erstens um Call of Duty Ghosts. Da haben wir ein neues kleines Mikro-DLC, also werden wir demnächst bekommen. Und zweitens um Black Ops 2. Ja, ihr denkt euch jetzt alle, what the fuck, wie Black Ops 2, wie kann das sein? Ja, da geht es dann auch gleich drum. So, dann kommen wir zuerst um Call of Duty Ghosts, und da werden wir ein paar neue Charaktere bekommen. Die Information ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ich hatte damals gedacht, da mache ich jetzt nicht ein komplettes Video drüber, weil ich das jetzt nicht so interessant fand. Aber ja, wir werden da auf jeden Fall neue Charaktere bekommen, und die werden alle ab dem 4. März auf Xbox Live erhältlich sein und dann für PlayStation und sowas wie immer später. Und ja, der erste Charakter ist Makarov. Ich blende euch da auch mal ganz kurz ein Bild ein. Also ihr werdet eine neue Makarov-Camo bekommen. Da kann man jetzt nicht allzu viel drauf erkennen, aber es ist irgend so was Grünes. Ja, dann die üblichen Sachen, Playerkarten, so ein Ding da, also so ein Visierteil. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich lustig aus, das Visierteil mit diesem Kreis und dem Punkt. Das finde ich auf jeden Fall recht lustig. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall dann Makarov spielen. Und dann könnt ihr noch Rock spielen, aber da kriegt ihr, glaube ich, auch nur den Skin und jetzt nicht irgendwelche Player-Cards oder so, obwohl ich das jetzt auch nicht so wichtig finde. Also ihr könnt noch Rock spielen, und dann könnt ihr auch noch Zakhev und Hesmat oder wie die heißen spielen. Ich kenne die jetzt eigentlich nicht, weil ich die Call of Duty Ghost-Kampagne noch nicht wirklich weit gespielt habe. Auf jeden Fall, diese Leute könnt ihr euch kaufen und die könnt ihr spielen. Rock, Zakhev und Hesmat oder wie auch immer man die aussprechen möchte, kosten alle 1,99 $. Und Makarov kostet 3,99 $, weil da halt diese wunderbaren Sachen dabei sind, die Player-Cards, und das soll dann nochmal 2 $ mehr kosten. Ja, ich denke wahrscheinlich, dass sie da einfach mehr für wollen, weil die wissen, dass mehr Leute Makarov wollen als diese anderen Leute, und deshalb wollen die da wieder mehr Geld rausholen. Auf jeden Fall Makarov 3,99 $, der Rest 1,99 $, und es kommt am 4. März für Xbox Live raus. So, gut, dann kommen wir jetzt auch mal zu den wirklich interessanten Sachen, und zwar geht es um Black Ops 2, da werden wir ebenfalls ein neues DLC bekommen. Das ist wirklich sehr verwunderlich, weil ich kann mich, also ich weiß nicht, ob es das jemals schon mal gab in Call of Duty, dass es wirklich für ein altes Call of Duty nochmal ein neues DLC gab. Auf jeden Fall werden wir ab dem 4. März ebenfalls für Xbox, also Xbox 360, für Xbox One ist Black Ops 2 ja nicht raus, meines Wissens, für 1,99 $ neue Waffentarnung bekommen, also neue Personalisierungspacks. Ja, die erste Tarnung heißt Beast, und die soll sich so irgendwie von wilden Tieren so inspiriert lassen haben. Es sieht auf jeden Fall so, ja, so orange aus, so ein bisschen wie Feuer, aber es wird wahrscheinlich kein Feuer sein, weil das irgendwie nichts mit wilden Tieren zu tun hat. Und dann ist die nächste Tarnung Deadman's Hand. Das hat übrigens jetzt nichts mit der Deathstreak aus MW3 zu tun. Das ist einfach nur, das sollte sich so an alten Western quasi so orientiert haben, also so eine Western-Tarnung. Und die nächste Tarnung ist Octane, die hat jetzt nichts mit der Call of Duty Ghosts Map zu tun. Da steht in der Beschreibung, dass das eine Tarnung ist, die so für Rennfahrfreunde, also so für so Autofans gedacht ist. Und ja, da sieht sie ein bisschen blechern aus, würde ich sagen. Und ja, die nächste ist dann Weaponized 115. Und da steht in der Beschreibung, dass sie von Zombies inspiriert worden ist, also vom Zombie-Modus. Ja, die sieht jetzt irgendwie so grün aus, ich kann da jetzt nichts drauf erkennen. Ich weiß nicht, was das mit Zombies zu tun hat, aber das werden wir dann noch sehen. Ja, auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich bin auch mal gespannt, ob diese Sachen dann so dynamisch sind, also ob das so Tarnungen sind, die immer gleich bleiben, oder ob das so Tarnungen sind, die sich so ein bisschen verändern, wie die letzten, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, die haben sich ja immer so ein bisschen verändert. Ja, ist auf jeden Fall wirklich eine ziemlich merkwürdige Sache, dass wir jetzt für Black Ops 2 noch ein DLC bekommen. Ich weiß auch jetzt, also es ist nicht offiziell gesagt worden, warum das so ist. Ich hätte da so ein paar Theorien, und zwar erstens könnte es sein, weil Call of Duty Ghosts, zumindest auf PC, wie gesagt, ich kann nicht für die Konsolen sprechen, aber auf PC ist es so, dass viel mehr Leute Black Ops 2 spielen als Call of Duty Ghosts, weil... Ja, habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, auf PC ist das einfach nicht so gut. Und vielleicht ist es deshalb so, dass Activision jetzt denkt, ah, da können wir nochmal ein bisschen Geld rausholen, weil das jetzt doch wieder ziemlich gehypt wird und Ghost eigentlich nicht so. Dann machen wir aber noch ein paar Black Ops 2 DLCs, das kaufen sich dann noch viele Leute. Oder es könnte sein, das hat auch noch so ein bisschen damit zu tun, und zwar ist es ja jetzt so, dass wir einen 3-Jahres-Rhythmus von Entwicklern haben. Das heißt, dass die Entwickler von Treyarch jetzt noch nicht so richtig viel Stress haben. Also ich weiß, dass es viel Arbeit ist, aber die haben jetzt noch nicht so richtig viel Stress, und dann hat sich Activision vielleicht gedacht, dann sagen wir denen einfach mal, dass sie jetzt da noch ein paar Tarnungen raushauen sollen. Wie gesagt, es spielen halt noch viele Leute Black Ops 2. Ja, also das könnte sein. Und vielleicht ist es auch so, dass diese Tarnungen einfach schon, dass sie gemacht worden sind, obwohl ich das eigentlich für eine sehr unwahrscheinliche Theorie halte, also dass man die vorher schon hatte und dass man jetzt einfach merkt, dass Black Ops 2 noch viel gespielt wird und dass man dann jetzt einfach diese Tarnung noch veröffentlicht, weil man die eh schon mal gemacht hat. Das könnte auch sein, aber das halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich. Ja, schreibt mir bitte, was ihr davon haltet, ob ihr es auch gut fändet, wenn mal richtige, also so nicht nur so Waffentarnung-DLCs, sondern wirklich richtige Black Ops 2 DLCs, wenn das noch rauskommen würde. Und schreibt mir bitte mal, ob ihr euch diese DLCs kaufen würdet. Ich würde mir vielleicht die Black Ops 2 DLCs kaufen, die Ghost-Sachen auf keinen Fall, aber vielleicht die Black Ops 2 Sachen, wenn da was richtig Cooles dabei ist.
Und ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das war's für heute. Haut rein, Leute.